Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück bei Planet Base. Ja, und in der letzten Folge haben wir hier ja unser Gewebegenerator gebaut, mit anderen Worten eigentlich das Labor, und haben Gewebegeneratoren gebaut. Die sind dafür da, dass wir Fleisch kriegen, um eben vernünftige Mahlzeiten herzustellen, so wie jetzt hier. Und hier, der stellt halt eben aus allen Mahlzeiten her, und wir kriegen gerade auch schon wieder Besuch. Ich hoffe natürlich, dass da jetzt mehr Arbeit dabei sind als Biologen. Wobei ich mich mit allem eigentlich zufriedenstelle. Zwei Arbeiter, ein Biologe. Perfekt, genauso wollte ich es doch haben. So, Landeerlaubnis wird entzogen. Denn wir brauchen auch Metall. Und wir müssen das hier hochsetzen. Ich lasse das meistens immer hoch. Aus folgendem Grunde, damit wir einfach essen. Hundertprozentig haben und das hier im Metall ankommt. Gut. So. Plastik wird hergestellt jetzt gleich wieder. Metall wird hergestellt. Und ihr seht jetzt hier dieses Dreieck mit diesem Knochenbruch. Traumaverletzung. Also der hat irgendein Trauma, was eben behoben werden muss. Das werden wir jetzt mal tun. Und zwar Labor brauchen wir. Ist im Bau. Dann brauchen wir Heilpflanzen. Mindestens eine. Mindestens. Und dann brauchen wir vor allem eine Krankenstation. Ganz wichtig. So, die können wir jetzt nirgendwo mehr hier vernünftig dran setzen. Das heißt, wir müssen die jetzt wirklich schon, ich würde mal fast sagen, hier hin. Nee. Doch. Ne, dann wird der Fernseher abgerissen. Das ist dann doof. Machen wir sie direkt hier neben den... neben dem hier. So. Das kostet natürlich auch wieder Metall und Plastik, was natürlich schon echt doof ist. So, jetzt haben schon zweimal diese... zwei Mann diese Traumaverletzung. Plastik ist gerade gar nicht da. Gut, dann setzen wir die Priorität erstmal wieder runter. So, Betten sind jetzt 8 Stück da. Wir haben 14 Leute, das heißt die Hälfte. Also 8, 16. 16 Leute könnten also eigentlich schlafen. Wir brauchen aber auch noch Energie. Müssen wir uns auch noch drum kümmern. Gut, müssen wir dann gucken. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir Metall kriegen und auch Plastik vor allen Dingen. Die hat natürlich überhaupt keine Aufgabe im Moment, weil das Labor kann nicht besetzt werden. Und natürlich die Krankenstation auch nicht. Deswegen ist der Sanitäter ein bisschen über im Moment, aber das ist halt eben so manchmal. So, hier haben wir Essen ohne Ende. Und damit das nicht hier die ganze Zeit gleich überall rumsteht und die Sachen auch mal demnächst reinkommen, werden wir auf jeden Fall auch noch ein Lager bauen. So, hier der Arbeitstisch wurde fertiggestellt. Hier wird jetzt aus Plastik und Heilpflanze mit dem Betrieb von einer Sanitäter oder Sanitäterin Arzneimittel hergestellt. Arzneimittel brauchen wir natürlich in der Krankenstation, um eben die Traumapatienten zu heilen. Hat alles seinen Sinn und Hintergrund hier. Deswegen finde ich dieses Spiel eigentlich auch echt erwähnenswert. Ich wollte erst nur einen Angezockt draus machen, aber ich dachte mir, komm, jeden Planeten einmal zeigen, mit seinen Problemchen und auch ja, Schwierigkeitsgrad, sag ich mal. Dieser Planet hier ist eigentlich der leichteste. Als Einstieg ist das der beste Planet, würde ich fast sagen. Warum gehst du jetzt weg? Ey, das bisschen Plastik hätte ich ja wohl noch fertigstellen können. Aber naja, Energie, immer gucken, wenn es wieder hell wird, wie viel habe ich noch drin? So, jetzt wird es wirklich schon eng, weil 2000 ist zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, kurz bevor es wieder Abend wird, mal gucken, wie viel noch drin ist. So, Plastik ist fertig, das heißt, das können wir jetzt auch fertigstellen. Wenn er das nicht hierhin schleppt. Ist ja auch immer so eine Sache. Nee, er stellt es nach hierhin, das ist sehr schön. Weil das brauchen wir natürlich am ehesten. Die Pflanze, die kann noch warten, sozusagen.
So, du stellst wieder her, das ist sehr gut. So, wir sehen jetzt hier schon, der Stromverbrauch geht natürlich dadurch auch etwas höher. Na? So, wir haben jetzt eine Krankenstation und jetzt brauchen wir erstmal ein Bett. Wir brauchen nicht ein Bett, sondern wir brauchen zwei. Dann brauchen wir einen Arzneischrank. Und zwar müssen wir das haben, weil sonst können wir die ja nicht behandeln. Arzneischrank ist deswegen gut, so können wir hier schon mal die Arznei lagern, die wir hier schon mal haben. Unter anderem können wir aber auch dann die Arznei hier schnell hinholen. Weil der Sanitäter muss jetzt bis nach draußen hin rennen, ihr seht das, und holt die Arznei, was natürlich ziemlicher weiter Weg ist. Und wenn das hier fertig ist, macht das ein Bot. Der stellt dann die ganze Zeit hier das Arznei rein und fertig. Na? So, jetzt haben wir hier ein zweites Bett. Das heißt, der nächste Patient wird auch geheilt, die Gesundheit geht wieder hoch, er ist fertig und kann wieder arbeiten. So, und das sind auch noch zwei Arbeiter gewesen, deswegen ging das hier auch so langsam nur voran. Der geht natürlich sofort erstmal ins Bett. Na, war klar. Faule Hucke. So, Sanitäter. Keine Ahnung, wo die jetzt gerade ist. Wahrscheinlich auch am Pennen. Oder war das die Sanitäterin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt gleich schon mal alles fertiggestellt, was natürlich sehr gut ist. So, das Plastik wird hier hingestellt. Super. Dann können wir nämlich die Arznei hier reinstellen, bevor die Pflanze da fertig ist. So. Jetzt holt, müsste der Bot eigentlich hier. Ja, der rennt jetzt los. Da holt die Arznei und stellt die da in den Schrank rein, damit die nämlich nicht mehr so weit laufen muss. Na, das ist natürlich viel, viel hilfreicher. Zack. Die ist wieder gesund. Wunderprächtig. Arznei ist drinne. Jetzt aber nicht, die rennt auch sofort pennen. Nö, die holt sich was zu essen. Na, supi. Gut. Hier haben wir genügend Fleisch drinne. Es geht eigentlich nicht mehr. Wir machen jetzt hier mal Kuh. Hier ist auch genügend Fleisch drin. Das heißt, wow, das war jetzt knapp. Sonst hätten wir nämlich Probleme gekriegt mit der Energieversorgung. So, das ist voll. Das heißt ganz einfach, wir könnten jetzt auch einfach einen neuen Energiegenerator hinstellen. Ach. Und zwar nochmal so einen großen. Der dann die Energie wieder speichert, logischerweise. Genügend Metall haben wir dafür, wie ihr seht. Wir brauchen nämlich 5 und wir haben 4, 5, wunderprächtig. Der kann also sofort gebaut werden. Vielleicht wird er sogar noch ein bisschen aufgeladen. Nee, doch nicht, wird er wahrscheinlich nicht mehr, aber ist egal. Für morgen haben wir dann auf jeden Fall wieder genügend Energie. Metall wird halt eben echt gut hergestellt jetzt gerade. Plastik aber auch. So, hier ist Plastik drin. Wir brauchen nur noch die Heilpflanze. Heilpflanzen sind auch gleich hier soweit. So, der Energiegenerator wird natürlich jetzt erstmal gebaut. Es ist immer sicher, ein bisschen Energie auf Lager zu haben. Weil wir müssen jetzt schon 50 herstellen. 50 Kilowatt. Na, das seht ihr hier mal. Links steht immer das, was wir brauchen. Rechts steht immer das, was wir haben oder produzieren gerade. So. Er ist natürlich ziemlich schon kaputt. Haben wir noch Reparaturteile? Ja, haben wir noch. Das ist in Ordnung. Dann müssen wir uns sogar überlegen, eine Fabrik zu bauen. Aber das kommt erst noch. Ja. Gut. Biologen haben wir genug. Sanitäter brauchen wir nur einen eigentlich bei so einer kleinen Gesellschaft. Ein Ingenieur wäre vielleicht nicht schlecht, weil wir den gleich sowieso brauchen. So, wie ihr seht, Energie wird wieder aufgeladen und sobald der voll ist, fließt das alles in den rein. Ne? Deswegen immer genug Energie parat haben, weil der hier produziert jetzt nur noch 30. Wenn der hier natürlich überhaupt nichts produziert, dann ja, ist das eben so.
So, der dreht jetzt aber gerade wieder auf. 20 Kilowatt. So, jetzt produzieren wir wieder 50 in den Stromgeneratoren hier. Na, so. Wie ihr seht, der ist voll. Und es geht in den rein. Deswegen ist das ganz gut, wenn man Windkrafträder bauen kann. Die können zwar nicht viel produzieren, aber wenigstens ein Teil. Und dieser Teil reicht vielleicht schon. So, hier sind zwei Metall, da sind auch zwei Metall. Wunderprächtig. Dann würde ich doch direkt sagen, bauen wir noch ein großes. Zack. Energie sollte man immer schön bündeln. Wobei das einerseits vielleicht auch verkehrt ist. Ein einziger Dingens hier drauf reicht schon und man hat keine Energie mehr. Ne, sehe ich jetzt gerade. Ist vielleicht doch nicht ganz so klug gewesen. So, der ist nicht ganz voll. Aber die Energie ist jetzt auch gleich weg. Und zwar genau jetzt. So, jetzt wird gerade mal eben 3 Energie Watt Energie hergestellt. Zuallererst wird natürlich wieder aus dem ersten genommen. Das wird jetzt aber relativ schnell runtergehen, weil 50 Kilowatt sind schon ordentlich viel. So, der hier kann jetzt aber auch direkt produziert werden, was natürlich sehr gut ist. Und der kann, glaube ich, auch 50 herstellen. Danach sollten wir noch so einen großen Solarmodul herstellen, damit die Batterien wirklich immer randvoll sind. Das ist mit das Wichtigste. So, der Bot ist kaputt. Ich hoffe, der kommt noch rechtzeitig, um ihn zu reparieren. Da ist der Ingenieur. Nee, du gehst jetzt nicht pennen. Das ist natürlich schlecht. Wir holen jetzt schon mal so einen Ingenieur hier hin. Denn man braucht einen zweiten Ingenieur. Das ist einfach zu wenig. Weil nur Ingenieure können halt eben, hier seht ihr, und jetzt geht die Energie schon wieder von vorne los. Es ist auf jeden Fall der Ingenieur. Der baut jetzt erst das da hinten, oder was? Oh. Wir haben noch Reparaturteile, haben wir noch. So, kannst du jetzt bitte, ja, geht doch. Sehr schön. Damit hätten wir das auch wieder geklärt, dass der hier gut was macht. Was stellt der her? 50 könnte er herstellen. Das heißt, mit ihm zusammen sind es 80. Wir brauchen 50. Mit anderen Worten, die Energie ist wieder geregelt. Natürlich nur, wenn denn auch hier. Oh, 3! Wieso auf einmal 3? Wow, so viel wollte ich gar nicht. Aber gut. Haben wir jetzt dann halt. Wir haben dreimal mit Plastik. Da haben wir genügend Metall. Dann können wir natürlich jetzt hier eine Fabrik bauen. Ne, bauen wir erstmal die kleine. Zack. So, das sind nämlich genau 3. Damit Plastik wieder leer gemacht wird. Weil wir haben noch kein Lager. Das Lager wird sowieso von dem hier ausgehen, weil ganz einfach. Oder vielleicht baue ich das auch so, dass beide sich daran beteiligen können. Mal schauen. Wir können das ja schon mal in Auftrag geben. Das wird auf jeden Fall ein etwas größeres Lager. So. Nach dahin und nach dahin. Fernseher bleibt sogar hängen. Das ist sehr schön. Können wir nach dahin auch noch? Nö. Schade. So. Und jetzt müssen wir Ersatzteilwerkstatt. Ganz wichtig. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Das ist wirklich wichtig. Waffenwerkstatt ist auch uninteressant erstmal. Aber damit die Spannung offen bleibt, wie das hier später aussehen wird, zeige ich euch das in der nächsten Folge. Und natürlich auch das hier und das hier. Ist ja auch nicht ganz uninteressant. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und ja, ich bin erstmal raus. Euer Nexus. Ciao!